Meine Damen und Herren, willkommen in Auge TV. Wir haben wieder tolle Beiträge für euch vorbereitet und später bekommen wir noch einen Gast, und zwar Christopher Koppermann, der uns erklärt, wie schwierige Mitarbeitergespräche funktionieren. Was gibt's denn so Neues an der Uni? Wir haben einen neuen Aster, eine Doppelspitze mit Marc Strauch und Sven Clement. Genau, das wurde am Montag gewählt und wir sind mal gespannt und wir werden natürlich auch ein bisschen folgen und schauen, ob die alles richtig machen und ihr Versprechen auch halten. Ja, gucken wir mal, ne? So ist es. Ja, Emma, spielst du eigentlich gern mit dem Essen? Naja, weißt du, meine Mama hat immer gesagt, man soll nicht mit dem Essen spielen. Aber hätte ich gewusst, dass es dafür eine Belohnung gibt, hätte ich es trotzdem gemacht. Beitrag ab. Das ist Maurice Etoile und der macht hier in Saarbrücken an der Uni das Mensa-Battle. Und er wird uns jetzt mal erklären, was das überhaupt ist und was er damit erreichen will. Genau, also Mensa-Battle ist ein hoffentlich bald weltweiter Wettkampf um Essenskunst in Mensen. Wir wollen so möglichst viele Studenten erreichen und teilnehmen lassen. Mhm. Also jeder kann eigentlich mitmachen, der in die Mensa geht, sein Essen vor sich hat und daraus was bastelt. Und mittlerweile gibt es ja auch schon einiges zu gewinnen. Alles klar, das Ganze findet ihr natürlich auch auf Facebook unter Mensa Battle oder einfach mensabattle.de. Ganz genau, und wenn ihr was kreiert, könnt ihr das einfach hochladen und die Community entscheidet, ob es euch gefällt. Hast du denn eigentlich überhaupt noch Lust, das Ganze zu essen, wenn das nach einer halben Stunde schon kalt ist? Selbstverständlich. Also zum Beispiel ein kaltes Schnitzel oder so ist ja kein... Also es gibt ja auch Schnitzelbrötchen, das ist ja kein Problem. Außerdem ist das Essen so gut, das kann man durchaus danach noch essen. Also stell mir das nur schwierig vor, wenn du total viel Hunger hast und gehst dann in die Mensa und musst erstmal eine halbe Stunde an deinem Essen rumbasteln. Ja, das ist ja ein richtiger Sport, ne? Also es ist schon, wie soll ich sagen, reine Körperkontrolle. Gut, und was gibt's da überhaupt zu gewinnen? Also neben Ruhm und Ehre haben wir es mittlerweile, weil wir haben eine Kooperation mit dem Studentenwerk, küren wir jeden Monat den König der Mensa. Okay, schön. Das ist übrigens Jan Brinkmann diesen Monat. Ja. Und der König der Mensa bekommt eine Krone, ein T-Shirt, 50 Euro Essguthaben und jetzt kommt das Beste, mit dieser Krone und dem T-Shirt kannst du an der Schlange vorbeigehen. Das ist der Wahnsinn. Ohne anstellen. Ein König stellt sich nicht mehr an. Na, ist das mal ein Ansporn? Ach so, eins noch. Falls es Menschen unter euch gibt, die selten in die Mensa gehen und sagen, hey, wir würden uns auch total gerne essenskünstlerisch betätigen. Wir haben jeden Monat Challenges, wo es Freibier, Grillzeug und was auch immer zu gewinnen gibt. Im Mai zum Beispiel die Mai-Challenge, logischerweise bastelt irgendwas aus Grillgut und oder Bierkästen oder irgendwas, was mit Bier zu tun hat. Und bumm, 10 Kästen Bruchbier gibt es für den ersten Preis. Spitze. Das ist doch super. Ihr müsst einfach mitmachen. Los geht's. Also es wäre schon cool, mit so einer Krone einfach an der Schlange von der Mensa vorbeizulaufen, ne? Das stimmt. Am besten, wenn alle da wirklich stehen in diesem... Ach, bis die ganzen Treppen runter, ne? Und dann einfach vorbeilaufen. Mhm. Ja, ja. Aber da müssten wir ja eigentlich den König schlagen dafür, ne? Ist ein bisschen schwer. Muss man mal ausprobieren, Emma. Du bist doch ganz talentiert, was das angeht. Ne, eigentlich nicht. Aber wir haben ein paar Studenten gefunden, die die Herausforderung angenommen haben. Hallo, ich bin Maurice Etoile von Mensa Battle. Ich bin die Luisa. Hallo, ich bin Jan, ich bin der amtierende König aus dem Monat Mai, April. Und heute im Live-Battle versuche ich meinen Titel zu verteidigen. Viel Glück mit den anderen. Ich bin Lena, Johanna und Camilo. Und wir gewinnen auch ohne Kampfansatz. Ja!
eine Eule auf einem Baum mit einem Mond. Ja, das sind die Frühlingsgefühle im Dschungel und meine zwei Schimpansen. Ja, bei mir ist immer so viel übrig geblieben, weil ich hatte eine kleine Hungerattacke. Okay, das ist ein Anti-Atomkraft-Zeichen. Das hier ist ein explodiertes Atomkraftwerk mit schädlichen Folgen für die Umwelt und für die Bevölkerung. Das ist ja schon fast Sport, ne? Ja, apropos Sport. Wir haben ja viele Sportarten vorgestellt und jetzt werden wir auch ein ganz interessantes, ganz neues vorstellen. Film ab, sehen wir es uns an. Dann hast du hier eine Spannung drauf. Okay. Wenn du die Scheibe jetzt rübernimmst, hast du dann durch das Schnippen des Handgelenks einfach die Möglichkeit, die Scheibe zu mir mit Rotation zu geben. Ja, stimmt. So, ich stehe heute hier auf dem Ultimate Frisbee Feld mit Martin Swott von der Hochschulsportgruppe von Ultimate Frisbee. Hallo. Hallo. Ja, erklär uns doch einfach mal, was Ultimate Frisbee ist, wo das herkommt und ja. Ultimate Frisbee ist ein Mannschaftssport mit so einer Frisbee-Scheibe. Also die Legende sagt, dass das Spiel daher kommt, dass Studenten Kinder beobachtet haben, die bei der Frisbee-Pie-Bäckerei, also eine Bäckerei, die mit solchen Kuchenformen gearbeitet hat, da haben die Kinder dann im Hof mit diesen alten Kuchenformen gespielt. Studenten haben das gesehen, haben eine Scheibe aus Plastik entwickelt und das passende Spiel dazu. Okay, cool, das hört sich interessant an. Ja, und jetzt von der Umsetzung her, also wie kann man sich so ein Ultimate Frisbee-Spiel vorstellen? Ist es einfach nur Frisbee hin und her werfen, bis einmal runterfällt oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das ist nicht. Also man kann es vielleicht sich in drei Schritten Ultimate vorstellen, was auch den Reiz des Spiels ausmacht. Wenn man sich vorstellt, man wirft sich die Scheibe nur zu, dann ist es ganz nett. Mhm. Wenn dann noch einer anfängt, nach der Scheibe zu laufen, dann wird es schon spannend. Und wenn man dann aber 7 Leute pro Mannschaft hat, die versuchen, die Scheibe zu fangen und in eine Endzone zu bewegen, dann spielt man Ultimate Frisbee. Mhm, okay, und ja, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also aus welchen Sportarten könnte man das jetzt zusammensetzen quasi? Du kannst dir vielleicht vorstellen, ein Spielfeld vom Football mit 2 Endzonen, mhm. Dann einen Sternschritt, wie man den kennt, vom Basketball. Mhm. Und vielleicht Bewegungsabläufe und Mannschaftstaktik wie beim Handball. Mhm. Aber man kommt ziemlich schnell rein, so als Anfänger. Wie sind da so die Möglichkeiten? Also braucht man lange, um da reinzukommen oder? Ich denke, man muss schon ein paar Mal zum Training kommen, um so ein bisschen eine Idee von dem Spiel zu bekommen. Mhm. Und dann einfach zu wissen, wie man sich verhält und nicht mehr ganz so überrascht zu sein. Mhm, okay, und wenn wir jetzt gerade vom Training reden, wann trainiert ihr? Wir trainieren dienstags und freitags um 18 Uhr hier beim Willy-Graf-Gymnasium. Mhm, okay, also immer hier auf diesem Sportplatz. Genau. Und wie ist das im Winter? Gibt es da auch Wettkämpfe oder? Also im Winter trainieren wir in der Halle, mhm. Und im Winter gibt es auch Wettkämpfe, also auch Spiele in der Halle. Mhm. Wie ist das generell mit dem Ligabetrieb? Also wird da jedes Wochenende gespielt oder? Also man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen wirklich an offiziellen Ligen teilnehmen, Deutsche Meisterschaft, auch Deutsche Hochschulmeisterschaft, mhm. Indoor und Outdoor. Und dazu gibt es dann noch von jedem Team Spaßturniere, wo jedes Team meistens ein Turnier pro Jahr organisiert. Mhm. Also man kann das auf jeden Fall im Winter und im Sommer spielen, ja, sind dann verschiedene Gegebenheiten. Ja. Und was würdest du jetzt sagen, was unterscheidet Ultimate von anderen Sportarten? Also Ultimate zum ersten wird mit einer Scheibe gespielt, wie die meisten anderen Sportarten halt nicht mit einem Ball. Und wir haben keine Schiedsrichter. Ich denke, das ist sehr wichtig, weil wir einfach das Spiel selber achten auf die Regeleinhaltung. Mhm. Also gibt es auch nur Schiedsrichter bei Turnieren nicht oder auch generell bei Wettkämpfen? Es gibt generell bis zur Weltmeisterschaft keine Schiedsrichter. Keine Schiedsrichter, okay. In welchen Modi wird Ultimate Frisbee gespielt? Also gibt es da gemischte Mannschaften oder Damen und Herren getrennt? Also grundsätzlich wird Ultimate gemischt gespielt, Männer, mhm. und Frauen zusammen. Auf Turnieren gibt es dann die Möglichkeit, Open zu spielen. Das heißt, wirklich alle können hinkommen. Meistens ist es dann von Männern dominiert oder wirklich ein paar richtig taffe Frauen dabei. Dann gibt es noch richtig gemischte Mannschaften, also 4 Männer und 3 Frauen auf der Linie oder reine Damenmannschaften. Mhm. Und das Open jetzt nochmal, also was ist das genau? Da kann jeder hinkommen, aber... Open ist offen, das heißt, es gibt einfach keine Vorgabe für Anzahl von Männern oder Frauen im Team. Mhm. Und daneben gibt es noch eine besondere Form von Turnier. Das, was wir auch hier ausrichten in Saarbrücken, ist ein sogenanntes Head-Turnier, also wie ein Hut, den man hat, wo alle Spieler erstmal reingehen. Mhm. Einzelspieler melden sich an und am ersten Tag des Turniers werden dann erst die Mannschaften zusammengelost. Also da hat man dann wirklich die Möglichkeit, mit verschiedenen
verschiedenen Spielstärken, mit Männern, Frauen, mit verschiedenen Nationalitäten zusammenzuspielen und einfach jede Menge Spaß zu haben und viel zu lernen. Mhm. Das ist ja wirklich interessant. Also kann ich mir vorstellen, dass das auch für viele Studenten eine gute Möglichkeit ist, neue Leute kennenzulernen. Auf alle Fälle. So, und nachdem wir jetzt so viel darüber gehört haben, wollen wir natürlich auch mal sehen, wie es in echt aussieht. Okay, wir tauschen mal auf ins Defense. Grün ist offen. Was heißt eigentlich das Ups? Heißt das Ups? Ich habe ihn getroffen. Also Ups steht für Original Organic Ultimate Player Saarbrücken. Wichtig ist das Ultimate Players und Saarbrücken. Okay, vielen Dank. Das wäre doch was für dich, oder? Nee. Sport ist Mord. Also ich würde ja lieber in Urlaub fahren. Aber was soll man machen, wenn man im Rollstuhl sitzt und Urlaub fahren will? Darum geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Wir haben nämlich einen Hidden Champion, der nicht nur unser Hidden Champion ist, sondern auch preisgekrönter Hidden Champion von anderen. Ihr werdet es gleich sehen. So, meine Freunde von OrbitTV. Heute bin ich hier für euch in Hombach. Das war irgendwie mit dem Kamerakorb. Der Pfalz. Und ihr fragt euch bestimmt, was ich hier mache. Doch ich bin nicht umsonst hier. Heute treffe ich meinen Onkel Wolfgang Grabowski. Einen Reiseführer, Lebemann, Eventmanager und vieles, vieles mehr. Und wem das noch nicht spektakulär genug ist, dieser Mann ist tatsächlich ein Hidden Champion. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich. So, erstmal hallo Wolfgang. Hallo Basti. Alles klar? Hallo Roger. Einfach frei. Also als ich reinkam, fiel mir gleich dieses Schild auf. Behindert, Lust auf Reisen, kannst du uns da etwas dazu sagen? Klar, also wir machen das jetzt seit 31 Jahren. Seit 20 Jahren haben wir einen Hauptsitz hier in Ombach. Und wir sind drauf gekommen, dass Urlaub für Behinderte so gut wie nicht möglich ist. Also vor 30 Jahren haben wir angefangen, da hatte mein Bruder einen Autounfall, kam selber in den Rollstuhl, war halswirbelgelähmt. Und immer wenn er in Urlaub fahren wollte, kam halt ein Hindernis nach dem anderen. Und was reist du so an oder welche Ziele gibt es? Also wir haben angefangen natürlich mit Holland, das war für uns eine Weltreise damals, okay, von Karlsruhe aus, von der Reha-Klinik. Mittlerweile machen wir Italien, Frankreich, Schweden, Norwegen bis ans Nordkap. Aber seit 10 Jahren haben wir nochmal alles von vorne wissen wollen und jetzt haben wir Mongolei, Namibia, Südafrika, Hawaii. Sehr gut, ja. Moskau, ich weiß nicht. Ja. Wir waren letztes Jahr waren wir in Tibet und das absolute Highlight Bhutan. Okay. Bhutan mit Holzstühlen, das war schon der Hammer. Das glaube ich dir, ja. Da war der Familienminister, der Innenminister und der Vertreter vom König waren da. Ja. Weil die konnten nicht glauben, dass wir mit 10 Rollstuhlfahrern dort wirklich ankommen. Ja. Und haben alles gemacht, was man mit dem Rollstuhl einigermaßen machen kann. Klasse. Richtig toll. Wirklich tolle Sache. Hm. So, dann setz dich mal hier drauf, mein Freund. Denk dran, du bist jetzt voll in meiner Hand, du bist querschnittgelähmt, du kannst keine Beine bewegen, keinen Oberkörper. Normal bekommst du hier und da noch einen Gurt. Das machen wir jetzt nicht aufgrund der Zeit. Vertrau mir, es geht abwärts runter zum Taj Mahal. Und Schmackes. Von diesen Dingern haben wir 4 Stück. Und das ist eine Weiterentwicklung von Boeing und Rabotours live. Wir haben 4 bis 5 Stück von denen, damit können wir überall drauf gehen, auf Schiffe, in Paläste, Kirchen, Kathedralen und in tiefe Weinkeller. Sehr gut. Sehr. Hallo Basti! So, und um diese ganze Reise auch zu bewerkstelligen, brauchst du ja auch Muskelkraft. Wie kommt denn das Ganze zustande? Also was uns von anderen Reiseveranstaltern unterscheidet, ist natürlich, wir nehmen eigene Helfer und Helferinnen mit auf die Reise. Die bekommen kein Geld, aber müssen für die Reise nichts bezahlen. Ja. Das heißt, diese jungen Leute sind Arme und Beine, die unsere Gäste auf diesen Strecken, Kopfsteinpflaster, Bergbahnen, Schiffe, Kamele, Elefanten, das nicht bewältigen können, das nehmen wir Leute mit, pro Gruppe, so und so viel, ab Frankfurt am Flughafen, bei Busreisen im Bus mit und die sind von Anfang bis Ende
mit der Gruppe dabei. Ich das auch machen. Ah, verstehe, jederzeit. Ja, kann ich. Logisch, da gehe ich gleich mit. Dann muss ich schon mitfahren, ja. Nächste Woche geht es nach Island. Ja, wir fangen langsam an. Ich schreibe zwar mal nicht zu, aber was soll's, Wolfgang? Ich stelle einen Krankenschein aus. Alles klar. Nee, Island machen wir nächste Woche und Kombination mit New York, das gibt es nur bei uns. Ich habe mir gedacht, Island, das ist die halbe Miete bis New York. Ja. In Island 4,5 Stunden fliegen, von Island nach New York 2,5 Stunden, habe ich den Leuten angeboten, kommt. Wenn wir schon in Island sind, machen wir noch 4 Tage New York dazu. Haben alle ja gesagt, und jetzt haben wir die Kombireise. Island, Geysire, Vulkane und New York bekämpfen. Ein Muss für jedermann, ein Muss eigentlich, ja. Genau. Mein erstes Bundesverdienstkreuz. Mit 50 Jahren überreicht von der Familienministerin Carla von Mainz. Und ich hätte es auch in Berlin haben können, von Bernd Köhler. Aber das war mir zu weit weg. Dann haben wir hier in Mainz gefeiert und 6 Leute durfte ich einladen und 40 waren da. Sehr gut, Wolfgang. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja, super. Wolfgang, du weißt ja, dass das Thema bei uns bei Orga TV Hidden Champion ist. Und ich weiß, dass du tatsächlich ein Hidden Champion bist. Erklär uns mal kurz, wie das zustande kam. Ja, wir waren auf der ITB, die größte Tourismusmesse der Welt, in Berlin. Und dort bin ich eingeladen worden vom Professor Conradi von der Touristenuniversität in Trier. Und dort waren Vertreter von TUI, von Schauinsland, von AIDA und alles drum und dran. Alle schwarz in Anzug, Krawatte, schönen Schuhen und ich in Turnschuhen. Original, ja? Im Hawaii-Hemd. Mitten auf der Bühne. Ich wusste ja nicht, dass es so ein großer Akt ist. Und da hat mich der Professor hat mich eben eingeladen gehabt, weil ich ein Quereinsteiger bin. Wie er gesagt hat, ein Unternehmer, der eben nicht die sichere Schiene geht, sondern einfach auch was riskiert. Ja. Genau. Und er hat ganz toll gesagt, es ist Unternehmer, kommt von Unternehmen. Und wenn ein Chef oder ein Unternehmer eben nichts riskiert, nichts tut, dann passiert auch nichts. Und so bin ich dann dort zum ersten Mal in die Tourismuswelt hineingetreten und bin dort auch dann angeworben worden als Gastdozent nach Berlin und nach Trier und nach Mainz auf die Universitäten, einfach zu erzählen, wie ein Hidden Champion zustande kommt und was man alles machen kann, wenn man eine Nische füllt. Ja. Und es gibt genug Nischen auf der Welt, auf jeden Fall in jedem Beruf, man muss sich halt nur trauen. Und unsere Nische ist halt Reisen für alle und vor allem geht nicht, gibt's nicht. Irgendwie kommt man durch und wenn wir durch die Hintertür gehen, rollen wir auch durch die Hintertür. Hauptsache, wir sehen viel, wir haben viele Abenteuer und am Abend gehen wir nicht gleich ins Bett, sondern wird Party! In diesem Sinne, Wolfgang, das war sehr nett mit dir zu plaudern und ich denke mal, das ist sehr interessant für die Leute, draußen zu hören, was du so alles treibst und vielen Dank. Vielen okay. Dank. Cool, Mann. Halt schon. Ja. Hi. Wie ihr seht, gibt es nichts, was der Mann noch nicht erlebt hat. Und das wichtigste Hilfsmittel, das wir überhaupt haben. Und wie fühlst du dich? Ja, sehr gut, Wolfgang. Klasse, auf dich ist Verlass. Meine Damen und Herren, zu Gast bei uns Christopher Koppermann. Hallo. Er hat aufgrund seiner Diplomarbeit viele Seminare durchgeführt. Das Thema ist schwierige Mitarbeitergespräche, nicht wahr? Genau. Kannst du uns das ein bisschen vorstellen? Wie ist der Seminar aufgebaut gewesen und wie lange hat das eigentlich gedauert, das Ganze? Also das Ganze war ein Seminar und zwar haben wir uns auf einen ganz speziellen Aspekt der schwierigen Mitarbeitergespräche konzentriert, nämlich Entlassungsgespräche. Also das sind Gespräche, die nochmal eine ganz besondere Schwierigkeit haben, nämlich man entlässt eine Person und zwar nochmal bei uns speziell jetzt aufgrund von unternehmerischer Umstrukturierung. Das heißt, man entlässt eine Person, die eigentlich gar nichts dafür kann, einfach so und das ist die Schwierigkeit in dem Gespräch. Und wir haben dann in 3 Stunden trainiert, wie man jetzt die negativen Konsequenzen, die so eine Entlassung hat, also für die Entlassenen, aber auch für die Führungskräfte, wie man diese negativen Konsequenzen ein bisschen reduzieren kann. Mhm. Genau. Und es gab aber noch ein Training, oder? Du hast doch noch ein individuelles Training später nochmal eingeführt. Ja, das Ganze bestand aus 2 Teilen. Also im zweiten Teil, der erste Teil bestand aus dem Training, die Übung der ganzen Situation und worauf man achten muss. Und im zweiten Teil ging es dann darum, tatsächlich jemanden zu entlassen.
Das heißt, die Teilnehmer haben sich dann einer Person gegenüber gesehen, die sie noch nicht kannten, die sie dann entlassen mussten tatsächlich. Das war natürlich ein Rollenspiel, das war nicht echt. Aber man glaubt gar nicht, wie realistisch das dann doch wird für die Teilnehmer und wie aufgeregt die sind und wie schwer das ihnen fällt. Und an wen hat sich das Ganze gerichtet, also Seminar? Also ich habe jetzt, dadurch, dass es im Rahmen von der Diplomarbeit war, konnte ich mir das nicht so sehr aussuchen. Gerichtet war, also das Training war für alle offen. Ich war sozusagen froh um jeden, der teilgenommen hat. Hauptsächlich waren es Studenten, aber auch Leute von Unternehmen hier auf dem Campus, also tatsächliche Führungskräfte hatte ich dabei, viele Doktoranden auch. Hat man da auch Unterschiede gesehen? Zum Beispiel Bewähler haben ganz anders darauf reagiert, wie zum Beispiel andere aus den Studiengängen? Das müssen die Ergebnisse noch im Einzelnen zeigen. Ich hatte natürlich einen großen Schwerpunkt an Psychologiestudenten, da ich Psychologie studiere und da die meisten Leute werben konnte. Ich möchte dazu jetzt noch keine Aussage treffen. Bevor da sind wir mal gespannt, wenn du die Ergebnisse hast. Wie viele haben dann eigentlich so teilgenommen ungefähr? 51 Teilnehmer hatte 51 ich. 51 Teilnehmer, ja. Ganz schön viele. Gab es denn so einzelne Gruppen, die sich dann zusammengeschlossen haben, um die Spiele durchzuführen, also die Trainings? Also ich hatte in dem Training, in dem ersten Teil des Trainings, da war auch ein kleines Rollenspiel drin. Da war das dann einfach so, da hat man sich in Zweiergruppen oder Dreiergruppen zusammengetan und einfach mal so ein bisschen rumprobiert. Das war noch ein bisschen lockerer. In dem zweiten Teil, da war das dann, wie gesagt, da hatte ich Eingeweihte, die Leute gespielt haben, die gekündigt werden. Mhm. Ja. Auf was muss man denn genau achten? Gehen wir mal ein bisschen in die Details. Ja. Also da gibt es auf einiges Acht zu geben. Ganz wichtig ist, dass man da aufrichtig gegenüber dem Mitarbeiter ist, dass man sozusagen nicht so tut, als wäre es kein Problem, dass man sozusagen bei der Wahrheit bleibt. Also man soll nichts verharmlosen, aber auch nichts katastrophisieren. Weil das merkt der Mitarbeiter sehr schnell, wenn da nicht ehrlich mit ihm umgegangen wird. Also auch ganz klar sagen, okay, was sind denn die Gründe für die Entlassung? Und da ganz deutlich sagen, das und das und das und aus diesem Grund werden sie jetzt entlassen. Wichtig ist aber auch, dass man so eine wertschätzende Haltung gegenüber dem Mitarbeiter hat, sodass er sich nicht so vollkommen, der wird sowieso schon stark verletzt, weil er einfach entlassen wird, ohne dass er was dafür kann. Und dann sollte man doch zumindest noch so eine Wertschätzung, dass er weiß, okay, es liegt nicht an mir als Person, es ist nicht meine Schuld, ich habe jetzt hier irgendwie trotzdem noch ein bisschen Anerkennung für das, was ich getan habe, für das Unternehmen. Genau. Und wie funktioniert das? Fängt man dann direkt mit dem Thema an oder unterhält man sich erstmal eine halbe Stunde mit denen und dann sagt man so einfach... So ein bisschen Smalltalk machen. Ja, übrigens, leider müssen wir dich entlassen. Ja, also wie ihr es schon selber, ihr ahnt es schon. Hier ist ganz zentral, dass man das möglichst schnell auf den Punkt kommt. Man sagt, in den ersten 5 Sätzen soll man die Nachricht überbringen, also tatsächlich den Satz auch aussprechen, sie sind entlassen. Weil das ist natürlich Folter, wenn man da ewig lang noch Smalltalk betreibt und dann plötzlich switcht man und sagt, ja, übrigens, eigentlich ist das hier ein Gespräch mit einem negativen Ausgang. Also da sollte man nicht zu lange um den heißen Brei reden. Weil das gilt übrigens für alle Gespräche mit schwierigen Inhalten, dass man schnell zum Punkt kommt. Also falls sich demnächst jemand von euch von seinem Partner trennen will, da würde das Gleiche gelten. Ja. Das werde ich mir merken. Hä, wieso? Das heißt also, das ist auch, glaube ich, das größte Problem von Unternehmen, oder? Entweder sagen die überhaupt nichts und die Leute werden einfach gefeuert, oder die haben die Schwierigkeit, wenn sie die Leute auch eingeladen haben, direkt zum Thema zu kommen. Also für die Unternehmen ist das ja insofern relevant, dass oft auch, also dass es eigentlich die Regel ist bei Personalabbau im Rahmen von unternehmerischer Umstrukturierung, ist es die Regel, dass die Leute hinterher gegen das Unternehmen klagen. Und das kann man natürlich ein bisschen reduzieren, wenn man das ein bisschen fairer durchführt. Also fair ist so ein Stichwort, was ganz wichtig ist bei solchen Gesprächen, zu gucken, dass der Mitarbeiter den Eindruck hat, hier wurde fair mit mir umgegangen und ich wurde nicht einfach so, wie man das vielleicht aus Filmen kennt, mit dem Sicherheitsdienst zur Tür begleitet und dann war vorbei. Mhm. Und tatsächlich geht es auch den Führungskräften besser, denn man darf nicht unterschätzen, was für eine Belastung das ist, so eine Nachricht zu überbringen, jemanden also tatsächlich in so eine existenziell bedrohliche Situation zu bringen. Tatsächlich leiden nämlich auch Führungskräfte, die das im großen Stil durchführen, darunter zeigen psychische Probleme, zeigen Angst, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor Rache und solche Dinge. Okay. Das war die Theorie und jetzt wollen wir das ein bisschen mal in Praxis ausprobieren. Okay. Ich bin jetzt der Mitarbeiter und du musst mich feuern.
aufgrund irgendeinem Grund. Also ich weiß ja von nichts, du hast mich jetzt eingeladen, ich komme und dann kann es direkt losgehen. Weiß ich, in welchem Unternehmen wir sind? Nein. Okay, Orga TV vielleicht? Orga TV, okay, das ist ein Glück. Okay, also machen wir es mal so. Ja, das ist schon mal sehr gut, die 90 Grad, der 90 Grad Winkel. Ja, klar. Das heißt, du kannst entscheiden, ob du mir in die Augen gucken willst oder nicht. Darauf muss man dann auch achten. Ja, herzlich willkommen, Herr Sefki. Hallo. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Ja, es freut mich auch, Sie zu sehen. Setzen Sie sich doch bitte. Oh, Sie sitzen schon. Ich sitze ja schon. Okay. Ja, der Grund, warum ich Sie heute zu mir gebeten habe, es gibt leider keine erfreulichen Nachrichten. Sie werden bestimmt schon gehört haben, dass unser Unternehmen einige Probleme hat. Orga TV muss verkleinert werden und das betrifft ganz konkret Sie. Wir haben uns entschieden, Ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Wie meinen Sie, dass es betrifft mich? Also, das heißt, Sie sind entlassen, Herr Sefki. Also ich muss gehen oder muss ich einfach nur in Abteilung wechseln? Kann es nicht sein, dass ich... Wir haben leider keine Möglichkeit, Sie anderweitig zu beschäftigen. Wir haben das sehr ausführlich untersucht mit den Personalabteilungen, mit dem Betriebsrat haben wir verschiedene Möglichkeiten überprüft, Sie anderweitig zu beschäftigen. Leider ist das nicht möglich. Das heißt, im Rahmen der gesetzlichen Kündigungsfrist wird dann Ihre Stelle gestrichen. Wie, ab sofort oder? Das gilt ab nächsten Monat. Ja, aber Sie wissen doch, Sie haben doch meine Kinder kennengelernt, meine Frau. Wie soll das funktionieren? Was soll ich denn machen? Wie soll ich meine Miete bezahlen? Wieso erfahre ich so kurzfristig davon? Ich verstehe das nicht. Das kann ja nicht von heute auf morgen sein. Und Sie haben doch immer gesagt, ich bin der Star und Sie brauchen mich. Und jetzt soll ich einfach gehen? Das heißt, ich kenne Ihre Situation. Ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ja. Es tut mir leid, dass es Sie so trifft. Und gerade Ihre Familie, wir versuchen natürlich mit Angeboten, Ihnen da ein bisschen weiterzuhelfen. Wir haben beispielsweise für Ihren weiteren Weg einen Bewerbungscoach, den wir Ihnen an die Hand geben. Und Sie sind natürlich auch nicht in den nächsten Monaten ganz auf sich gestellt. Wir haben hier eine Abfindung. Das heißt, für jedes der Jahre, die Sie hier waren, bekommen Sie einen halben Monatslohn von uns, sodass Sie sozusagen nicht ganz alleine, nicht ganz auf sich gestellt sind, während Sie eine neue Arbeit suchen. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen falsche Hoffnungen gemacht habe, was Ihren Arbeitsplatz betrifft. Ich möchte Ihnen jedoch versichern, dass es nicht an Ihnen liegt. Sie haben sehr gute Arbeit hier gemacht. Die Moderation hier bei Orga TV, das war sehr beliebt. Das war sehr beliebt bei den Kunden, war sehr beliebt bei uns und bei den Mitarbeitern. Und ich glaube, dass Sie gute Chancen haben, da nochmal einen Fuß in die Tür zu kriegen und eine weitere Anstellung zu finden. Ich würde gerne weiterhin nochmal die Details mit Ihnen besprechen, Herr Sefki. Deswegen würde ich gerne noch einen Folgetermin mit Ihnen ausmachen, wo wir genaueres besprechen, ja. Also es geht weiter, es wird mir auch geholfen, es ist nicht so, dass ich jetzt... Ja. Sie sind da nicht alleine. Bin ich eigentlich der Einzige, der da betroffen ist, oder ist es... Sie sind nicht der Einzige, wir haben 10% die Belegschaft gekürzt, das heißt, betrifft einige Menschen. Aber ich verstehe nicht, warum es ausgerechnet mich betrifft. Ich meine, wir haben Kameraleute, die sind doch viel einfacher dann auch zu ersetzen, oder finden Sie das, oder die Redaktion, das braucht ja sowieso niemand. Ich meine, wieso ausgerechnet ich? Ich verstehe das nicht. Ich meine... Schauen Sie. Ich bin doch der beliebteste Mann des Jahres gewesen. Ich wurde doch von Orga TV. Ich verstehe das nicht. Das ist fies. Das haben wir natürlich ein schlechtes Beispiel gewählt. Gegen das Argument komme ich jetzt nicht an. Also normalerweise würde ich jetzt natürlich erklären, woher die Begründung, also was die Begründung ist. Und zwar gibt es natürlich da die Begründung erstmal in der großen Ansicht. Das heißt, diese Teile des Unternehmens werden gekürzt aus den und den Gründen. Und dann auch noch im Einzelnen gibt es ja Sozialkriterien, nach denen man Mitarbeiter entlassen darf oder nicht. Und das hätte ich dir jetzt sozusagen dann erzählt. Ja. Gibt es so No-Gos, was man überhaupt nicht machen darf? Zum Beispiel jemanden anschreien oder sowas? Ja, ich meine, das ist klar. Man muss natürlich da immer sachlich bleiben. Selbst wenn er ist jetzt auch ein bisschen ungehalten geworden, da ist wichtig, dass man sachlich bleibt auf der Sachebene. Und ist versucht, es auch wichtig, zum Beispiel auch Körperkontakt dann zu halten, dass man dann so einfach mal rüber geht in die Schultern? Davon würde ich abraten. Das ist eigentlich eine Grenzüberschreitung. Das ist in der Mitarbeiter-Führungskraft-Beziehung eigentlich nichts, was man machen sollte. Auch wenn man die Person sehr gut kennt, dann kann man eventuell, wenn man die Person sehr gut kennt, ein sehr inniges Verhältnis hat. Aber eigentlich, also das macht man eher nicht, würde ich sagen. Was auch ein No-Go wäre, wäre vielleicht dann solche Floskeln wie, das wird schon wieder. Ja? Das ist alles nicht so schlimm. Das ist ja nicht so ganz die Wahrheit. Das ist schlimm. Das ist ein schlimmes Ereignis, wenn man entlassen wird. Wurde es dann tatsächlich erwiesen, wenn man gut mit den Mitarbeitern umgeht, dass sie dann eher mit dem Unternehmen dann keine Probleme haben, dass sie zum Beispiel Folgeklagen und Ähnliches? Ja, also tatsächlich findet man auf Seiten der entlassenen Mitarbeiter
dass sie weniger klagen, wenn sie das Gefühl haben, ich wurde fair behandelt, und auch, dass sie nicht so schlecht über das Unternehmen reden. Weil klar, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, das war total unfair, dann werde ich natürlich sagen, also hier, OrgaTV, das ist kein guter Arbeitgeber. Vor allem, wenn man auch weiter vermittelt wird und dann eine Arbeit findet, besteht die Wahrscheinlichkeit auch dann weniger, dass man die Leute dann verklagt. Genau, und das natürlich das Ziel. Dass es den übel nimmt. Ja. Ja. Gut, das war's dann wieder für diese Woche bei OrgaTV. Wir sehen uns nächste Woche, die letzte Sendung dann. Genau, für dieses Semester. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Da wird das ganz spannend. Und wir bedanken uns nochmal, dass du hergekommen bist. Ich fand das recht interessant. Ja, sehr gerne. Ja. Dankeschön. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.